Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich hoffe, zum letzten Teil unseres Befreiungskriegs gegen Großbritannien. Irgendwie habe ich jetzt geredet und habe nicht mitgekriegt, dass ich gar nicht aufnehme. Das war sehr klug. Es hat sich nicht viel getan in der kurzen Zeit, wo ich es nicht mitgekriegt habe, dass ihr nicht da seid. Wir sind noch immer mitten im Vierten Weltkrieg, wobei den müssen wir nicht unbedingt führen, also da sind wir zwar teilhabend, da haben wir sogar den großen Vorteil, dass wir der Anführer im Krieg sind, das heißt, wir bestimmen den Frieden. Finde ich ein bisschen seltsam, aber gut soll sein. Auf jeden Fall, durch diesen Vierten Weltkrieg werden wir Pondicherry erobern und nachdem ich bemerkt habe, also nachdem ich gesehen habe, Pondicherry wird dann umgeben sein vom britischen Gebiet, habe ich jetzt von den Briten auch noch Madras gefordert. Was dazu führen wird, dass das ganze Gebiet doch zusammenhängend ist. Also wenn wir das Gebiet kriegen, was wir fordern von Großbritannien und von Frankreich, sollten wir von hier bis darauf alles besitzen, bis auf diese kleinen Staaten. Dieses Gebiet, und da haben die Briten dann noch was, da haben sie glaube ich noch eine Kleinigkeit und da drüben diese Gebiete behalten sie natürlich auch. Aber Indien wird dann schon zu einem großen Teil, also selbst, also jetzt ist es schon zu einem großen Teil, aber nachher zu einem fast vollständigen Teil von uns besessen sein werden, was für eine komische Zeit ist das. Okay, in der Zwischenzeit sind wir dabei, eine große russische Armee nach der anderen zu erledigen. Also da haben wir gerade fast 100.000 Mann umgebracht. Und wir verteilen uns jetzt im Raum, weil ich glaube, jetzt kommen keine russischen Truppen mehr. Wenn jetzt noch welche kommen, na, das ist, ich weiß nicht, was dann ist. Kann man nicht vorstellen. Warte mal, führt Polen gegen uns Krieg? Nein. Warum sitzen die dann da in Deutschland rum? Verstehe ich nicht. So, aber da haben wir die letzten Briten, die noch da waren, auch noch erledigt. Die gehen daher, ihr geht daher. Ja, das sind doch immer 27.000. Wo kommen die plötzlich her? In Zahnbügel. Ah, hier. Da haben wir jetzt viele Truppen verloren. Ah, was machst du da? Ah, verstehe. Weil die so langsam waren. Jetzt habe ich nur mit der einen Truppe angegriffen. Das heißt, ich habe mit 30.000 Mann, 40.000 Mann im Gebirge angegriffen. Das war nicht klug. Gut, nochmal 60.000. Ich habe gehofft, das ist jetzt zu Ende hier. Geht irgendeiner von euch nach Ibiza? Nein, Gott sei Dank nicht. Du gehst nach Djibouti. So. Und jetzt Gebiet, wo wir wieder russische Truppen reinlocken können, indem wir uns ein wenig aufsprageln, aber mit sehr viel Grenzgebieten rundherum. Vielleicht solltet ihr nach Djibouti gehen und ihr geht's nach Aden. Machen wir das so.
Propaganda? Nein. Nicht direkt zumindest. Okay, dann geht nach Slavograd. Slavgorod. So, in Orenburg haben wir die letzten Truppen, die da oben uns angegriffen haben, die aus Orsk geflohen sind, erledigt. Ja gut, die einen bleiben stehen und die anderen ziehen weiter. Ausgezeichnet, da haben wir da oben dann die ganzen Belgier und Kanadier. Also, da haben wir nur Flotte von Kanada. Du bleibst da stehen. Ah, Partner. Das ist meine neue Armee, die langsam zusammengestellt wird. Gut. Puh. 50.000 Mann sind schon mal recht viel. Warten wir trotzdem, dass die fertig sind mit der Belagerung. Können wir das riskieren? So, ihr bleibt auf jeden Fall da noch stehen, weil ihr seid echt mutig. Beziehungsweise geht ihr da her. Und hier geht's weiter. Okay. Gehen auch noch Busuk. Okay. Gut. Noch. Ach, Gebiete. Ja, okay, bleibt da mal stehen. Ach ja, stimmt, das war die zweite Truppe, die ich auch darunter geführt habe. Jetzt einmal dahin. Akkurat ist okay. Und Gene ist okay. Und das ist bald aus. Wow. Das ist okay. Gut. Wohin gehen die? Nach Aktasch? Wo ist das da? Dann gehen wir auch nach Aktasch. Wir wollen ja nicht so sein. So. Botschaft wird belagert. Wir können von Kiva den Krieg erklären. Nein, können wir nicht. Das sind ja ein Satellitenstaat von uns. Könnten das, glaube ich, mal. Wir machen das da. Aber ich glaube, wir sind nicht im Krieg. Das hatten wir schon mal. Ah, Mist. Jetzt habe ich da alles weitergeklickt. Ich hoffe, ich habe nicht. Ich sehe jetzt nichts. Du gehst gleich weiter. Und du gehst daher. Thank you.
nach Saratov. Wie schaut's aus? Oh, da sind wir schon bei 83%. Die Niederlande hätte gerne die Kolonie Tanganyika. Okay, Österreich, was sagst du, wenn wir einen Frieden vorschlagen? Die Slowakei belassen wir bei euch. Und den Rest gebt sie uns einfach. Gut, wir haben den vierten Weltkrieg gewonnen und wir haben Pondicherry erobert und Deutschland ist nicht stärker geworden durch den Krieg. Wow, Pondicherry. Yes, Indisch Madras. Noch mächtiger, noch größer, noch indischer. Ausgezeichnet. So, wie ist denn das eigentlich? Hat Deutschland noch einen? Haben die noch Waffenruhe mit Russland? Ja. Bis 1917 sogar noch 2 Jahre. Aber gegen Großbritannien nicht. Nein. Es reicht, dass sie mit Russland einen Waffenstillstand haben. Ärgerlich. Wie ist das mit Italien? Die haben auch noch einen mit Russland. Buh, buh. Ihr solltet euren Waffenbrüdern helfen. Okay. Wie schaut's aus, Russland? Machen wir Frieden langsam. 80% haben wir. Ich fürchte, wir müssen tatsächlich irgendwie da Richtung Moskau kommen. Autsch. Und wieder einen Haufen russische Truppen erledigt. Nach Samara. Ihr auch. Und dort das bis 4. Juni. Da solltet ihr sogar noch Truppen von zu Hause kriegen. So, also jetzt ist der Widerstand wirklich schon relativ gering. Warte, das gefällt mir nicht. Achso, nein, das waren nur irgendwelche russischen Rebellen. Ist auch nicht so schlecht, das waren keine Truppen von mir, die rebelliert haben. Ausgezeichnet. Das Glück übernehmen die St. Petersburg und geben uns alles, was wir wollen, ohne dass wir irgendwie viel verlangen müssen. St. Petersburg, wirst du belagert? Nö, natürlich nicht, das wäre auch zu einfach gewesen. Gut. Hier geht's da, hier.
Omsk, wo ist Omsk? So, schauen wir mal, das sind 11.000 Briten. Auf nach Zarewka. Wie weit ist es noch bis St. Petersburg? Irre weit. Na dann, machen wir weiter Richtung Pinza. Gut, die 27.000 gehen nach. Diese 6.000 Belgier. Okay, jetzt haben die 3.000 Rebellen. Jetzt geht schon niemand. Jetzt haben die 9.000 russischen Soldaten. Okay. Du bleibst noch da und erholst dich. Gut, ausgezeichnet. Geh mal daher. Ist okay. Ist das irgendwie ein interessantes Gebiet da? Okay. Yay! Wir können Flugzeuge bauen. Bald. Marine? Nö. Handel? Nein. Kultur? Auch nicht wirklich Industrie. Machen wir Industrie weiter. Das Fließband oder das integrale Schienennetz? Gute Frage. Machen wir Fließband. Sollte unsere Wirtschaft, unsere Fabriken wieder etwas konkurrenzfähiger machen. Stavropol, gut. Schirskaya, auch nicht schlecht. Omsk. Gehen wir weiter nach Ischim. Massara haben wir auch gewonnen. Mhm. Dann gehst du daher. So, wir bekommen jetzt noch diese 6.000. Das haben wir schon gewonnen. Ja, du bleibst auch noch stehen bis zum Ende des Monats.
auf gut. Chain Gangs. Okay, müssen wir mal die Tiere, humanere Bestrafungen suchen. Hervorragend. Humane Bestrafen. Gut, nach Ishim geht schon jemand, das heißt, du gehst nach Tümen. Gut, Eliza gehört auch uns, das heißt, ihr könnt euch in die Richtung bewegen. Dich daher und dich irgendwie so. Was machst du? Du gehst nach Luhansk. Du gehst nach Rostov. Was ist das? Azov. Wo ist Rostov? Luhansk ist da. Wo ist Rostov? Wie. Ich finde das nicht richtig, dass ich nie weiß, wo ich bin. Beziehungsweise wo die Truppen sind. So, wir sind gleich am Schwarzen Meer angelangt. Gut, du gehst mal nach Djibouti. Du fährst auch nach Djibouti. Warte mal. Du gehst nicht direkt nach Djibouti, sondern du wirst diese 2000 Mal mitnehmen. Schistopol haben wir jetzt auch etwas erledigt. Mhm. Gut, in welche Richtung weiter? Du bist nach Luhansk. Und da ist Rostov. Das war das 14. Juli, sind wir dort. Schauen wir, wie schon nicht mehr. Na gut, so sein. Nach Azov. Ausgezeichnet. Mhm. Ich muss ein wenig trinken. Eine Meldung nach der anderen eilt herein. Hm. Mhm. Die Rebellen sind uns egal, zumindest solange es nur russische Rebellen auf russischem Gebiet sind. Ich meine, es ist auch unangenehm, weil sie einem das Gebiet wieder befreien, aber rührsam. Aber warum nicht? Was sagen wir? Ah, da geht mir schon jemand nach Voronezh. Ishim? Okay. Auch gut. Machen wir da weiter. Gut, wie viele Punkte haben wir jetzt? 84%, wir sind noch nicht ganz auf den Dings. Und wir bewegen uns noch ein Stück weiter Richtung Moskau und St. Petersburg. Okay.
haben wir natürlich wieder das gleiche Problem, jetzt haben wir das Gebiet zurückerobert, aber... Achso, nein, in die Richtung kann man nicht fahren. Das sind elende Belgier. Wir fahren nach Karatschi mit euch. Wir tun so, als hätten wir nichts bemerkt. Und dann lassen sie uns vielleicht doch in Frieden dorthin kommen. Schön langsam schön, wenn wir... Das heißt Besatzung des Verteidigers. Was besetzt der Verteidiger bitte? Was haben die in Besetzung? Da haben sie nichts mehr. Da haben sie auch nichts. Ah, das Gebiet hier. Die Andaman-Inseln, stimmt. Die Enderman-Inseln. So, wo ist das? Du gehst da hin. Ich glaube, sie versuchen es gerade mit einer letzten Defensive. Okay. Oh, da haben wir mit der letzten Defensive vor ihrer Hauptstadt, weil sie greifen mich nicht mehr an. Und es sind noch wirklich wenig Einheiten nur noch. Oh nein, das ist wirklich wenig. Nochmal 80.000. Irre! Okay. Geht nicht mehr direkt rein, dann gehen wir zuerst da rein. Hm. 27.000 greifen sie schon an. So, ich glaube, jetzt werde ich langsam müde. Boah, das sind so viele Gebiete zum Erobern. Muss ich das da unten überhaupt erobern? Wir könnten das links liegen lassen. Gehen wir mal daher. Bringen wir dich wieder zum Rest der Truppen. Das ist sowieso nicht besonders gut, dass wir da so alleine stehen. Könnte jederzeit wieder von irgendwo eine 80.000 Mann Einheit erscheinen. Und dann wäre schon gut, wenn wir sowas hätten. Ah, nein. Flotte. Nein. Geh daher, Flotte. Komm schon, geh daher, Flotte. Ich will nicht, dass ihr zerstört werdet. Ich will nicht Flotten bauen. Ach, weh. Vielleicht sollte ich aber auch Flotten bauen. Okay, du bist da. Du bist da fertig. Achso, warte mal, Mariupol. Ja, so. Uah. Ach, schau. Na, passt. Zum 8. August sind wir dort nur.
Ach, weh. Mir wäre das schon irgendwie recht, wenn wir langsam Frieden schließen würden. Aber sie würden dieses Angebot nicht annehmen. Warum? Weil sie dumm sind. Weil sie nicht erkennen. Ihre. Na gut, wir haben noch keine Faschisten im Land. Noch nicht so viele zumindest. So, der geht nach Tamwurf. So, du bleibst da stehen. Vielleicht könnten wir die in Tamwurf ja quasi einkesseln. Wenn er mal dort ist. In ein paar Tagen. Okay. Fertig sind, können wir den Voronetz genauso einen Fall bauen. Das ist nämlich überall, also sowohl Voronetz als auch Tamwurf sind flache Gebiete. Da können wir eigentlich relativ einfach und relativ schön angreifen. Das sind gute Gebiete, um sie quasi in eine Falle zu locken. It's a trap. Eine Belagerung. Du wartest, bis die 25.000 da oben auch fertig sind und dann greifen wir die 40.000 hier an. Wo zum Henker sind wir da eigentlich? Mitten im Uralgebirge, gell? Ja. Russland ist so riesig. Diese Kriege zu gewinnen sind so anstrengend. Schau an, Österreich ist schon fast so geschrumpft, wie es sein sollte. Südtirol haben sie jetzt auch schon verloren. Man kann Österreich schon fast erkennen. Ausgezeichnet. Da wollten wir sowieso hin. Du nicht. Du gehst nach Wladimir. Die anderen beiden gehen nach
beiden gehen nach. Gut. Was? Ach Gott, schon wieder Truppen. Woher nimmt denn der die? Ach je, das heißt, wir werden diese Truppen jetzt mal nach Baden versuchen zu bewegen. Aber das geht nicht, solange der Belgier da rumsteht. Au. Au, au, au. Das tat weh. Wir haben mehr Truppen auf dem Meer verloren als im Kampf. So. Ich bin so arm. Wir hätten mit unseren Leuten nicht aus dem Wasser, nicht aufs Wasser gehen sollen. Ach, das war ein Fehler. So, immerhin Uruguay ist Teil von unserer Sphäre. Und Kiva, nachdem die ja ausgeschieden sind aus unserem Einflussbereich, können wir wieder mehr oder weniger zurückholen zu Mami Indien. Mhm. Wie schaut es aus, Russland? 88%. Würdest du einen Friedensvorschlag annehmen? Nein. Wieso habe ich mir das nur gedacht? Wäre auch zu einfach. Wir brauchen Schiffe auch noch. Wir können ein universales Wahlrecht nehmen. Na gut, was soll's. Macht die Leute ein wenig glücklicher und zufriedener. Das Schlimme ist, durch das, dass sie unsere Schiffe dort versenkt haben, von A nach B transportieren, gescheit, so wie wir das gern würden. Der geht nach Riazan, das ist Riazan, gell? Na, das ist Kursk. Das ist Riazan. Weil, da ist Riazan. Ausgezeichnet. Dann geht's daher. Nur du bleibst da. Mhm.
dass die da sind. Upsi, warte mal. Wieder bitte gleich rüber weiter. Oh, da war zwar da auch der Arche Katharina gut gegangen ist. Der wird gleich weiter nach Pern. Jetzt erobern das alles zurück. Weil wir da nicht rüberkommen, wegen den ganzen blöden Schiffen. Erwischt. Das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht. So, Rührsan, du. Oktober, 12. Oktober, na gut. Und du gehst daher. Freunde, es wird immer mehr, was ich da bei euch belagere. Wollt ihr nicht langsam nachgeben? Es ist ja noch nicht einmal euer Gebiet, was ich da verlange. Nicht akzeptieren. Ich muss echt auf 100% kommen. Und es sind da schon wieder so viele und das sind 74.000 Briten. Was machen die da? Wo kommen die her? Und nochmal 39.000 Mann. Ja, sag einmal, geht's euch noch gut? Habt ihr sie nicht mehr alle? Wie geht's nach Itzma? Wo ist Itzma? Ich hasse euch. Ja.
Ja, es ist jetzt genau das passiert, was er vorher schon immer wieder gemacht hat, wenn man gegen Russland kämpft. Es gibt dann irgendwann einmal den Punkt, wo die Front so groß ist, dass man einfach nicht mehr nachkommt. Und die Briten haben da auch noch Truppen hingeschickt. Das gibt's ja nicht. Könnt jetzt hier nicht Indien angreifen? Das vielleicht irgendwie? Nein. So, ein Partner. Gehen wir da noch einen Anführer rein. Oh! Da seht ihr. Und schon. Schon passieren solche Dinge. Wenn Leute daherkommen und sich einfach an deiner Küste festsetzen. Ohne dich zu fragen. Finde ich nicht in Ordnung. So, Herrschaften, für heute höre ich wieder auf. Ich höre jetzt wirklich auf, hoffentlich auch insgesamt. Ich wünsche euch noch viel Spaß, schlaft gut und träumt was Schönes. An und für sich war das ja eine recht interessante Runde, nur mir dauert der Krieg schon langsam zu lange. Das ist sehr ärgerlich. Ich bin sehr unzufrieden und sehr ungeduldig. Na gut, bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss.